Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es mal um ein neues Fahrzeug von dem Los Santos Drag Wars DLC. Und zwar in diesem Video dreht es sich um das Motorrad und zwar um die Western Power Surge. Und die ist seit dem 29.12. in GTA Online drin. Und das Motorrad könnt ihr bei Legendary's Motorsport kaufen. Und zwar für einen Preis von 1.605.000. Also doch ein ordentlicher Preis. Ja, es ist zwar noch unter 2 Millionen, aber ich finde, der Preis ist echt ganz schön hoch. Nur für so ein Motorrad, aber gut. Ja, in diesem Video werde ich das Motorrad einmal tunen und danach noch so ein bisschen testen. So, ich fahre jetzt hier erstmal in LS Custom rein und dann tun wir das erstmal so ein bisschen auf. What can the best mechanic in LS do for you? So, da machen wir erstmal die Karosserie. Da können wir mehr so eine Elektrik Future Seitenverkleidung anbauen. Ja, die nehme ich auch mal, finde ich, sieht ganz cool aus. So, dann Motor, da nehme ich Verbesserung 4, wie sonst auch. So, Verkleidung können wir jetzt noch ändern. Können wir an der Seite halt ja, das Plastik entfernen. Dann hätten wir da so eine glatte, serienmäßige Verkleidung oder die Glasverkleidung. Die geht es auch noch mit so Einlässen, dann so eine verlängerte Glasverkleidung oder die Electric Power Verkleidung. Und da gibt es dann auch ja, so ein anderes Modell. Also ihr könnt aus dem Motorrad irgendwie so ein ja, Zukunftsmotorrad machen, finde ich. Sieht zumindest ein bisschen so aus. Von davon her nehme ich das auch mal, weil sonst, finde ich, hat das Motorrad eigentlich nichts Besonderes. So, jetzt können wir noch die Rahmenfarbe ändern. Halt einmal den Rahmen in Primärfarbe oder Sekundärfarbe. Nehme ich auch mal erstmal in Primärfarbe. Dann können wir das Frontschutzblech ändern. Halt auch einmal in Primärfarbe oder halt Sekundärfarbe oder so ein Rennfrontschutzblech. Da nehme ich das einfach mal in Primärfarbe. So, Vordersitz können wir jetzt noch ändern. Da hätten wir mal so einen eher serienmäßigen gestrippten Sitz. Dann gibt es noch so eine Alternative. Hier auch noch. Ja, ich zeige euch die jetzt einfach mal alle. Brauche ich ja nicht alles genau erklären. Das finde ich ganz cool. Also wir hätten hier auch so einen Sitz mit Rückenlehne. Aber sonst ist das alles das Gleiche. Da nehme ich aber einfach mal hier den mit Rückenlehne. Finde ich, sieht irgendwie ganz cool aus. Hat irgendwie was. Dann den Benzintank können wir ändern. Einen serienmäßigen Tank. Gibt es halt so eine Alternative. Oder halt den glatten serienmäßigen Tank. Dann so einen Straßentank. So einen Racer-Tank würde ich jetzt mal nennen. Dann so einen klassischen Tank. Oder halt den Elektro-Power-Tank. Oder halt dann noch den Elektro-Future-Tank. Ja, weiß ich gar nicht, welchen ich da besser finde. Ich glaube den Elektro-Power-Tank. Also ich finde, wenn man überall diese Elektro-Power Sachen nimmt, dann sieht das Bike auf jeden Fall so vom Aussehen ganz cool aus. So, Lichter nehme ich Türenscheinwerfer, wie sonst auch. Dann kommen wir jetzt zu den 13 Designs. Ich zeige euch die einfach mal alle. Da brauche ich ja nicht viel zu sagen. Also kommt jetzt ein bisschen Musik. Ja, Leute, das waren jetzt auch schon alle Designs. Da nehme ich mal hier dieses Design mit den roten Streifen. Finde ich, sieht ganz cool aus. So ein, ja, wie rote Flammen, finde ich. So, dann machen wir jetzt mal weiter mit Spiegel. Können wir auch noch ändern. Können wir als Rennspiegel anbringen. Mache ich auch mal. Sieht das alles ein bisschen cooler aus. So, Nummernschild nehme ich gelb auf schwarz. Dann Heckstoßblech können wir noch ändern. Halt auch einmal in Primärfarbe oder halt in Sekundärfarbe. Nehme ich das einfach mal in Primärfarbe, dann habt ihr hinten auch noch das Design zu sehen. Finde ich, sieht mega cool aus.
Lackierung machen wir gleich am Ende. Felgen. Ja, können wir jetzt natürlich auch noch ändern. Mal gucken, ob ich da irgendwie passende Felgen finde. Ja, weiß ich gar nicht, welche ich dann nehmen soll. Nehme ich einfach mal hier diese Racer-Felgen. So, dann Hinterrad. Ja, nehme ich die auch mal. Aber wir können gar nicht die Felgenfarbe ändern. Ja, ich dachte, ah doch, können wir jetzt noch ändern. Nehme ich, glaube ich, auch mal erstmal so ein Weiß. Mal gucken, was ich mit der Lackierung mache. Da bin ich mir noch unsicher. Tuning-Reifen, nee, lasse ich jetzt mal weg. Reifenverbesserung nehme ich nochmal, da die schusssicheren Reifen. Man weiß ja nie, also die sind echt ganz praktisch. So, jetzt gucke ich nochmal bei der Lackierung, ob ich da was anderes nehme oder ob ich das Motorrad einfach so weiß lasse. Ich meine, das Weiß sieht jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Aber da oben ist auch noch sogar ein bisschen Design. Das hat man natürlich nicht gesehen, eben als... Ja, aber da lasse ich mal hier dieses Weiß. Finde ich, sieht ganz cool aus. Mal sehen, was bei Metallic, ob ich da noch was ändere. Aber nee, da lasse ich mal das Schwarz. Ja, dann verlasse ich jetzt mal LS Custom und dann kommen wir nochmal zum kleinen Test. Also ich finde, so sieht das Bike und vom Tuning her ganz cool aus. Aber der Preis ist halt trotzdem relativ hoch. Muss man sich halt überlegen, ob man ein neues Motorrad haben will. Aber ich finde, so viele Motorräder gibt es in GTA gar nicht, also GTA Online. Und von davon her kann man sich das eigentlich ruhig mal gönnen. Also ich finde, zum Wheelie ziehen eignet sich das Bike eigentlich auch. Also doch, kann man eigentlich ganz gut. Also ja, zum Wheelie ziehen ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ja, ein Stoppi kann man bestimmt auch machen. Aber ja. Also ich finde auf jeden Fall von der Beschleunigung ist das Bike echt gut. Also es braucht echt nur so ein paar Sekunden und das ist, dann ist es halt mega auf dem Tempo. Also ja, also ich finde das echt gut. So vom Tempo und für ein Rennen oder so müsste sich das Motorrad eigentlich echt gut eignen. Aber ich glaube, da gab es schon zwei andere mit dem, weiß ich gar nicht, ob mit dem The Contract DLC oder ja, Criminal Enterprise DLC, da gab es glaube ich auch zwei Bikes und da war eins auf jeden Fall auch relativ oder sehr schnell und ich glaube, dagegen ist das hier noch ein bisschen langsamer, aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Aber ja, ich finde die Höchstgeschwindigkeit, wenn man jetzt hier so ein bisschen länger damit fährt, dann ist das eigentlich auch in Ordnung. Also ich denke, für ein Rennen ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich finde auch vom Aussehen her, was man da so tun kann, sieht das Motorrad eigentlich auch ganz cool aus. Also weiß ich gar nicht, könnt ihr ja mal auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr so das neue Motorrad vom Aussehen und so findet. So, ich gehe jetzt hier mal in die Ego-Perspektive und was ganz cool ist, wir haben hier ja so eine digitale Anzeige, wie schnell wir fahren und das finde ich auch immer ganz cool. Aber in Ego-Perspektive ist es, muss ich ehrlich sagen, nicht so einfach, dass man da nicht irgendwo gegenfährt. Aber ja, also so vom Eindruck oder vom Fahrverhalten finde ich das Motorrad echt mega cool. Der Preis ist halt sehr hoch, aber es ist ja immer so, finde ich. Oder ist ja eigentlich immer so, dass die Fahrzeuge immer teurer werden. Also wenn man das Geld hat und ich finde auch mit dem neuen Drogenbusiness kann man da eigentlich echt gut und einfach Geld verdienen. Naja, sollte das eigentlich irgendwann auch mal drin sein, wenn man genug Geld sich eingespart hat, um sich das neue Motorrad zu holen. Also ich finde es mega cool. Ich habe es mir auch geholt und hätte es mir auch ja, so oder so geholt, hätte ich halt das Geld, was ich auch irgendwie gerade hatte. Also ja, so ist das Bike echt mega cool. Und ich finde, so viele Motorräder gibt es gar nicht. Oder ich finde Motorrad besser als irgendwie ein neues Fahrzeug oder einen neuen Sportwagen, weil von denen haben wir auch schon genug. Ja, könnt ihr ja mal eure Kommentare in die Meinung in, ja. Sorry Leute, eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr von dem neuen Motorrad haltet. Und ob ihr euch das auch schon geholt habt, das würde mich interessieren. Und dann würde ich mir noch mal ein Like freuen, wenn ihr keine weiteren Videos
rund um GTA-Land verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich erstmal wieder raus. Ciao, Leute!